So, willkommen zurück bei Dragon Age. In der letzten Folge haben wir das Lager geplündert und Alistair gesucht, geholt, gefunden. Und nun schauen wir mal zu Duncan. Du hast Alistair also gefunden, was? Gut. Ich nehme an, du bist bereit, mit den Vorbereitungen zu beginnen. Natürlich nur, wenn du keine weiteren Magier mehr verärgern musst, Alistair. Was soll ich sagen? Die ehrwürdige Mutter hat mich überfallen. So wie sie die Schuldkeule schwingt, sollte man sie in die Armee stecken. Sie hat dich also gezwungen, dich über Magier lustig zu machen? Wir können es uns nicht leisten, irgendjemanden zu verärgern. Wir dürfen unseren Feinden nicht noch mehr Munition gegen uns liefern. Es tut mir leid, Duncan. Ich sorge dafür, dass wir vollzählig sind. Das hier ist Sir Jory, ein Ritter aus Redcliff. Wie geht es euch? Und das hier ist Davis, ein Bursche aus Dennery. Genau das bin ich. Ich bin ein Bursche. Und das hier ist natürlich der Rekrut, den Duncan uns angekündigt hat. Ja, das sind wir. Nun denn. Jetzt, wo ihr alle hier seid, können wir beginnen. Ihr vier werdet in die Korkari-Wildnis aufbrechen, um zwei Aufgaben zu erfüllen. Die erste ist, drei Fläschchen mit dem Blut der dunklen Brut in euren Besitz zu bringen, eins für jeden Rekruten. Klingt ja nicht zu schwer. Fragen wir mal, was die zweite Aufgabe ist. Einst gab es in der Wildnis ein Archiv der Grauen Wächter. Es wurde vor langer Zeit aufgegeben, als wir es uns nicht mehr leisten konnten, derart abgelegene Vorposten zu unterhalten. Vor kurzem haben wir erfahren, dass einige Schriftrollen zurückgelassen wurden. Um sie zu schützen, wurden sie magisch versiegelt. Alistair, ich möchte, dass ihr diese Schriftrollen findet und mitbringt, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Obwohl die Magie des Siegels sie schützen müsste, ist es natürlich möglich, dass die Schriftrollen zerstört oder sogar gestohlen wurden. Allerdings kann nur ein grauer Wächter ein solches Siegel brechen. Das verstehe ich nicht. Warum lässt man solche Dinge in einer Ruine zurück, wenn sie so wertvoll sind? Man hatte angenommen, dass wir eines Tages zurückkehren würden. Man hat so einiges angenommen, was sich nicht erfüllt hat. Anscheinend. Naja, wäre interessant, was natürlich das Dokument wäre. Nein, aber wir müssen die Mühe auf uns nehmen. Ich habe vollstes Vertrauen, dass ihr dieser Aufgabe gewachsen seid. Ja, das haben wir auf jeden Fall auch. Es ist inzwischen eine überwucherte Ruine. Aber die versiegelte Kiste sollte unversehrt sein. Alistair wird euch in das Gebiet bringen, in dem ihr suchen müsst. Die Schriftrollen enthalten Verträge, in denen uns Unterstützung zugesichert wird. Bei dem, was uns bevorsteht, könnten diese Verträge hilfreich sein. Gib gut auf sie Acht, Alistair. Kehrt schnell und wohlbehalten zurück. Das werden wir. Dann möge der Erbauer über euch wachen. Wir sehen uns bei eurer Rückkehr. So, und jetzt sind wir zu viert. Und wir sollen in die Korkar-Wildnis. Wenn wir wissen, wo es ist. Hier links anscheinend, genau. Dann gehen wir da mal lang. Grüße. Ich wurde informiert, dass in der Wildnis Aufgaben auf euch alle warten. Das Tor steht euch offen, aber seid vorsichtig da draußen. Selbst ein grauer Wächter ist heute Nacht im Wald nicht sicher. Tja, mal schauen, wie sicher wir sind. Aber ich werde zuerst mal die Taktikeinstellungen mir vornehmen. So, ich bin ein Schläger, Alistair ein Verteidiger, Eigen 1,
bist denn du? Bogenschütze? Was hast du denn ausgerüstet? Das ist ein Bogenschütze, genau. Und Jory ist ein Schwertkämpfer. Dann werden wir das mal einstellen. Hier benutzen wir Bogenschütze. Und Verhalten auf Fernwaffe. Und Jory ist ein Schläger. Den stellen wir auf aggressiv an. Alistair, Verteidiger, auch aggressiv. Machen wir das bei unserem Charakter auch gleich aggressiv. So, soweit, so gut. Und auf geht's. Haben wir hier irgendwo gleich was? Nö, nö, nö. Ein Bello. Ich hoffe, es tut weh. Erledigt. So, das ich war's. Werde es tun. Gibt es hier auch eine Schnelltaste zum Mitnehmen? Anscheinend nicht. Schade. So, somit haben wir. Warum gab's noch was? Sehr schön. Wir haben alle einen Mana-Trank eingesteckt. Ein Blümchen für die Blümchen-Lady. So, wir werden natürlich den ganzen Wald wieder durchforsten. Was für ein Toter. Der Brief. Ein Brief. Ein Kodex-Eintrag. Ich glaube, das habe ich noch nie gesehen. Hierüber! Wen haben wir denn da? Wer ist da? Graue Wächter? Er ist nicht halb so tot, wie er aussieht, oder? Mein Spätrupp wurde von der dunklen Brut angegriffen. Sie kamen aus dem Boden. Bitte helft mir! Ich muss zurück ins Lager! In meinem Gepäck sind Verbände. Vielen Dank. Ich muss hier weg. Habt ihr das gehört? Die dunkle Brut hat einen ganzen Trupp erfahrener Männer ausgelöscht. Beruhigt euch, Sir Jory. Wenn wir vorsichtig sind, geschieht uns nichts. Diese Soldaten waren auch vorsichtig und doch wurden sie überwältigt. Wie viele der dunklen Brut können wir vier erledigen? Ein Dutzend? 100? Dann gibt es in diesen Wäldern immer noch eine ganze Armee. Ja, es gibt hier dunkle Brut. Aber es besteht keine Gefahr, dass wir auf die Hauptstreitmacht der Horde stoßen.
Woher wollt ihr das wissen? Ich bin kein Feigling, aber das hier ist töricht und unverantwortlich. Wir sollten zurückkehren. Das ist ja vielleicht ein Weiche. Speichere doch einfach und lade, wenn du drauf gehst. Das ist... wahr. Ihr müsst eins wissen. Alle grauen Wächter besitzen die Fähigkeit, die dunkle Brut zu spüren. Was auch immer sie planen, sie werden uns nicht überraschen können. Deshalb bin ich hier. Seht ihr, Sir Ritter? Es kann sein, dass wir sterben. Aber zumindest wissen wir es vorher. Soll mich das etwa beruhigen? Das soll allerdings nicht heißen, dass ich hier bin, um es euch einfach zu machen. Deshalb sollten wir uns auch wieder auf den Weg machen. Wäre ich auch mal dafür. So, mir fehlt noch immer genug Erfahrung. So, sonst ist hier nichts. Hier ist da, wo wir vorhin schon waren. Dann wieder hinten das Blümchen gepflückt. Hier ist wieder ein Blümchen. Hallo, Blümchen? Diese Blume. Weiß und in der Mitte rot. Der Hundepfleger in Ostaga hat nach so einer gefragt. Vielleicht ist sie das. Aber du solltest vorsichtig sein, wenn du in der Wildnis Blumen pflückst. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie dir Gift ins Gesicht spritzen. Der Hundepfleger meinte, dass diese Blume den Hunden helfen kann, die krank geworden sind, nachdem sie die dunkle Brut gebissen haben. Auf jeden Fall hat er jedem eine Belohnung versprochen, der in die Wildnis geht und ihm eine bringt. Ich will nur, dass du darüber nachdenkst. Das ist alles. Haben wir die Blume jetzt? Ja, Gegenstand erhalten. Huch. Die sind da hinten, die Gegner. Okay. Ich werde es tun. Schnell! Wir müssen kämpfen! Oh, und die da immer wieder. Mitten in die Fresse rein. Seid lieber vorsichtig! Haben wir eine erste Gruppe der feindlichen Armee ausgelöscht. Sehr schön. Sind ja gar nicht so stark, wie man anscheinend annimmt. So. Okay. Ich wollte da nach hinten lang gehen. Die haben ja uns nur aufgehalten vom Weg. So, sonst ist hier nichts. Okay. Und wo sind sie diesmal? Haben wir hier 1, 2, 3, sieht man auf der Minikarte. Punkte. Da ist anscheinend ein Bogenschütze. Zwei Bogenschützen und drei normale. Ich bin betäubt. Los, beenden wir es! Was denkt der Minister? Bring wir alle auf die Fenster. Er sollte eigentlich.
So, ich schluck einfach gleich mal einen Heiltrank. Wenn er ja was bringen würde. Jetzt kommt er. Oh. Alistair, du sollst auch mal was kriegen. Also einer ist schon mal verreckt, wie man sieht. So, das ist ein Schwacher. Kriegst du mal die Schwachen rein. Und von den Ausdauern kriegst du auch welche rein. Da schlürfst du gleich mal einen. Den Rest muss ich mir aufheben. Verletzungen. So, einer ist jetzt verletzt. Laut. Oder? Gegenstandsbonus. Hat anscheinend keine Fall. Doch, hier steht's. So, gibt's da auch was dagegen? Achso, hier, Verletzung. Zack. Hallo? Wieso hilft das nicht? Wird erledigt. Jetzt hat's geholfen. Okay. Ist ein bisschen komisch durcheinander gelaufen, die Gruppe. Aber zumindest bekommen wir hier einiges zurück. Sehr schön. Ich habe mich alleine ja mit drei angelegt, was mich fast zerschnitzelt haben. Hier ist nichts. So, und hier mir noch einiges. Das wie ihr meint. Einmal ein Gegner. Und da ist es. Betrachtet es als erledigt. Bisschen Gold und weiteres Fläschchen. Jetzt haben wir, glaube ich, alle Fläschchen inzwischen. Hier ist noch eine Kiste. Aha. Ein Alice. Was ist denn das? Tagebuch. Okay. Ein Alice, da könnten wir inzwischen auch mal ausrüsten. Fällt mir gerade ein. Weil ich weiß, dass der ja sowieso da bleibt. In der Gruppe, die anderen zwei, naja, leider nicht. Rüstung, was kriegst du denn hier? Verteidigung und Willenskraft. Das könnte ja interessant sein für dich. Ein Ring hat er ja. Willenskraft erhöht das nur. Gesundheit. Verringerte Feindseligkeit, das kriegst du nicht. Er soll ja die Feinde auf sich ziehen. Konstitution, ja, das klingt schon mal gut. Ein stinknormaler Ring. Und Resistenzen. Gürtel, haben wir auch einen Gürtel für dich? Amulett, Amulett, Amulett. Ne, Gürtel haben wir anscheinend keinen für ihn. Vermutlich hat er sowieso eine bessere Rüstung. Wieso zeigt es mir da nichts an jetzt eigentlich? Ah, bei ihm werden sie verglichen, aber bei den anderen nicht. Okay.
Okay, achso, einen Helm hat er ja gar nicht. Oder geben wir dir den besseren Helm gleich mal? Genau. Wer besser, wenn er diesen nimmt? Ich schnapp mir den Lederhelm. Ist so auf jeden Fall besser. Stiefelchen, was hat er da? Okay. Kriegt auch bessere mit Rüstung. Und ich nehme mir einstweilen diese, dass ich nicht barfuß rumlaufen muss. Bänderrüstung. Oder wären diese besser? 1,20. Und was haben wir an? Auch 1,20. 1,50. 1,57. Das heißt, die von Alistair sind ein bisschen schwerer. Okay, dann haben wir das auch schon mal. Und dann geht's auch schon weiter. Wie ihr meint. Noch eine Leiche zum Plündern. Noch ein Fläschchen. Hier liegt auch was. Huch, was war das? Okay. Wo sind die Feinde? Wie gut, dass ich keine Feinde sehe gerade. Sind die in der Berg? Ah ja, jetzt sehe ich sie. Was von alle? Ein Langenschwert dunklen Brot. Nein, damit. Wie ihr meint. So, und einen Mana-Trank. Warum haben eigentlich nicht Zauberer Mana-Tränke mit? Okay, ich habe auch welche mit und zaubere nicht, aber ich finde sie ja. Von denen, die sie nicht mit haben. Mithaben. Und nicht mithaben sollen. So, da vorne ist wieder was. Hallo? Oh, kommen aus dem Boden. Auch schon wieder platt. Sehr also, schön. Also von mir ist können hier gleich so mal 100 kommen oder was. Wird erledigt. Am besten nach 3, so ein kleines Krüppchen. So, irgendwo war hier was. Aha. Was das ist, weiß ich allerdings nicht. Ging es hier hinten noch weiter? Mal. Laufen wir einfach mal zurück. Hier ist ein kleiner Wall. Da waren die Bogenschützen, okay.
gab es also nichts mehr. Aber ich glaube, ich komme da innen auch noch rum. Kann das sein? Genau, hier kann man rechts noch rein. Da kann man noch ein paar Inseln betreten. Dann werden wir uns das mal ein bisschen genauer ansehen. War hier was? Okay. Hier ist anscheinend nichts. Okay. Dann halt nicht. So. Hier oben ist ein Blümchen wieder. Hier hinten sind auch einige Sachen. Okay, da hängen. Sind das Soldaten oder? Oh, das sind Menschen. So, da haben wir auch was Feines. Ich weiß, dass hinter unserem Berg noch was war. Ich will zuerst hier die Umgebung sichern, sag ich mal. So, hier ist hier nichts mehr. Wilde Tiere! Wilde Tiere? Ach, da kommen sie ja. So, Ellie ist da voran. Wir haben wieder einen Kampf. Ich werde es tun. Ist auch schon ein bisschen. Jetzt schmeiß mich! Schaden frustet. Betrachtet es als erledigt. Ich werde nicht scheitern. Unsere Fähigkeiten haben uns nicht im Stich gelassen. Jetzt sieht wenigstens richtig so aus, wo er es drinstecken hat. So. Wir sammeln hier noch ein. Ist alles? Hier. Betrachtet es als erledigt. Ich werde hier. Es tun. Und hier. So, jetzt haben wir alle. Dann gucken wir noch hoch. Eine Kiste. Ja, hier ist natürlich einiges. Ein Brief. Es ist genau der eine Brief. Nettes Schwert, ein Zweihänder. Wieder auf jeden Fall eingesteckt. So, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin.